Die ersten 8 Wochen waren ziemlich fies, sag ich mal. Ich echt überhaupt nichts machen durfte. War schwer für den Kopf, kurz vor Saisonstart auszufallen. Und auch noch so lange. Aber ich habe es mittlerweile ganz gut verarbeitet, komme damit gut klar. Und es geht voran und das ist das Wichtigste. Ja, ich fühle mich gut. Also den Ball mal wieder am Fuß zu spüren, tut unheimlich gut. Ist gut für die Birne. Ich mache schon ziemlich viel Krafttraining, Lauftraining und dann auch noch die Ballarbeit. Von Woche zu Woche wird es jetzt ein Tick gesteigert. Natürlich unter strengen Kontrollen bei uns in der medizinischen Abteilung. Ich bin auch sehr zufrieden, wie es bisher gelaufen ist. Und ich blicke sehr, sehr optimistisch in die nächsten Wochen. Ich freue mich schon drauf, da mal wieder richtig kaputt zu sein. Ich bin zwar aktuell, aber noch kaputter tut eigentlich immer ganz gut, wenn man ist. Weiß man, dass man viel gemacht hat. Und habe aber natürlich riesengroßen Respekt vor dieser Verletzung, weil es ist schon eine große Nummer und da muss man natürlich auch vorsichtig sein.